So, herzlich willkommen bei der Silver Rusty. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, ein Aufbauvideo davon zu machen, weil das scheinbar wirklich nicht ganz viel ist und ich hatte nur keinen Bock, das in 10 Teilen zu machen, so wie sonst immer. Oder noch mehr. Ja, Tamiya Grasshopper 2. Was völlig anderes als alles andere, was ich bisher gemacht habe. Das ist wirklich low, 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 low budget. Das ist Einstieg. Das ist ganz klein Modellbau. Ein Kommentar darunter gefiel mir sehr gut. Wer noch keinen Grasshopper hatte, der hat dann nichts mit Modellbau am Hut. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollten einige Anfänger, die sich so einen fetten 1:8 und 100 km/h kaufen, mal mit sowas anfangen. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Letzteres war natürlich meine Meinung. So, wir packen jetzt aus. Antennenrohr. Anleitung ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Sollte ich mal mit auspacken. Die Aufkleber lasse ich da drin. Ich werde nämlich vorerst auf Aufkleber verzichten. Bumper, ESC, Fahrer, Getriebe, Schräublines, Federn, Schrauben, ein bisschen Werkzeug. Ja, und hier ist auch nochmal so allerlei. Und dieser total knuffige, kleine, süße Motor. Oh, ist der süß. Da ist sogar das Ritzel schon drauf. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Nun gut. Kann man auch die Übersetzung nicht ändern. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Das war's. Damit kann der Karton vom Tisch. Anleitung. Hier sieht man mal den relativ simplen Aufbau dieses Autos. Das scheint also wirklich kinderleicht zu sein. Und das ist halt das Ziel, so ein bisschen auch mal Papa mit Sohn hier schrauben zu lassen. So. Der Anfang ist immer am schwierigsten. Weil man am Anfang so viele Tüten hat. Alter, das Getriebe Zahnräder. Tschüss. Bag A. Das könnte Sinn machen, dass wir Bag A zuerst nehmen. Die Lager werden natürlich gleich ersetzt durch die Kugellager der High-End-Marke Carson. Okay. Das kommt da so drauf. Ja, okay, gut. Jetzt bräuchte ich mal eine Schere. Tüten aufschneiden wird wahrscheinlich länger dauern als das Auto bauen. Möglich. Ein kleines Lager, warum auch immer ein kleines Lager dabei ist. So, hier kommt ein Reduzierstück drauf, also eine Hülse. Kommt da ein Lager drauf. Dann nimmt man sich die beiden Triebehälften.
spare mir das Cutten jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass da gleich ordentliche Mitnehmer drauf sind. Ich habe auch noch keine gesehen hier drin. Weil ansonsten wird mein Racing-Projekt auch ein bisschen schwieriger. Aber auch dann kriegen wir das hin. Hoffe ich. Denke ich. So, Getriebehälften. Ein wenig stramm, aber läuft. Jetzt haben wir hier Tamiya Grease. Davon habe ich aber auch unendlich viel hier. Das sollte jetzt auch nicht so das ganz große Thema sein. Dann nehme ich diese Welle, nehme noch ein Lager. Und da kommt jetzt dieses kleine Lager drauf. Dann kommt der. Da oben hinter. Schritt 1. Ja, gut, okay. Schritt 1 ist Akkuladen. Ne? Das entfällt hier. Dann machen wir das gleiche nochmal. Logisch. Passen sehr, wirklich sehr, sehr stramm rein die Lager. Aber sie passen. So, und jetzt kommt da irgendwo dieses Ding da drauf. Das ist halt dieses Tamiya-typische Kunststoff. Deine BA6-Schraube, das sind die. So, und jetzt kann ich das tollste Werkzeug von Aeromax haben. Das nützt mir alles gar nichts, wenn ich keinen Kreuzschraubenzieher habe. Der ist zu klein. Ich habe tatsächlich noch einen Kreuzschraubenzieher. Der ist zwar nicht der tollste, aber für sowas funktioniert der. Ja, und wie mir heute jemand sagte, ist das auch der Grund, warum bei Tamiya das so gemacht wird mit diesen Dingern, mit diesen Kreuzschrauben, weil die einfach jeder zu Hause rumliegen hat. Da muss ich sagen, da hat Tamiya einfach recht. Ich bin auch bei mir in die Werkstatt gegangen und ich hatte das Ding da. Ne? So, und jetzt wird das interessant hier. Tada, das ist das Differential. Sensationelle Technik. Das ist halt wirklich oldschool hier. Ne? Das ist wirklich Modellbau aus den 80ern. Total geil. Stehe ich wirklich total drauf. Weil so und nicht anders hat das früher alles mal angefangen. Und mit Sicherheit war Tamiya da einer der Vorreiter. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sogar.
So, jetzt wüsste ich aber trotzdem noch gerne. Da kommt tatsächlich noch eine Axt rein. Alter, ist das gefrickelig jetzt. Alter Schwede. Moin. Das jetzt differenzieren, also differenziell arbeiten lasse, dann schlägt er logischerweise aus. Ah, guck mal, nehmt er die Reifen für und da stellt er es rein, denn da sollte man sicherlich noch ein bisschen mehr Fett dran machen. Da ist was dran. Also noch nicht glauben, dass das alles ist, ey. Ein bisschen was zur Geschichte. Der erste Grasshopper stammt aus dem Jahre 1980 oder so. Das heißt, dieses Ding ist von der Konstruktion her älter als ich es bin. Ich bin 83 geboren. Das ist schon... Die sind schon alle ein paar Tage älter, die Autos. So, jetzt passt das einfach ein bisschen besser. Dieses Auto hat nicht den Anspruch, nachher schnell zu sein. Ich glaube, das wird es auch nicht. So, dann machen wir da BA05 Schrauben rein. Da oben eine. Da kommt gleich eine rein, okay. Kriege ich richtig Halt, weil die Achse im Weg ist. Ich vermute auch mal dieses, ja, hier steht es auch drauf, für Oil. Da, das, was wir da eben draufgeschraubt haben. Dadurch kann man tatsächlich ab und zu mal Fett danach füllen. Finde ich gar nicht so blöd. So ein Wartungsschacht würde ich mir bei anderen Autos heutzutage noch wünschen. So, weiter geht's. B-Baum ist erstmal so beendet hier.
brauche jetzt erstmal den C-Baum. Und Tamia beschriftet ihre... Ich muss jetzt auch mal wieder in Tamia erstmal reinkommen. Ihre... Das ist A. Ihre Bausätze mit Buchstaben und nicht die Tüten. Das ist der C-Baum. Und wir brauchen den Motorhalter. Der ist in dem Fall natürlich aus Kunststoff, wie alles an dem Auto. So, und hier kommen jetzt Motoren rein. Dann wird das Ding hier drauf geschraubt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie. Caution hot. Mit einem Schlitzschraubenzieher. Den habe ich natürlich eben nicht mitgebracht. Mal gucken, ob ich hier einen habe. Ist das geil gemacht, ey. Jetzt kommt der da drauf. Jetzt kann man, Alter, ist das geil. Jetzt kann man das Ritzelspiel hier schon sehen. Phänomenal. Man muss überlegen, das Auto ist so und so alt, ne? Achso, da kommt noch diese Abdeckung drüber. So, Motor eingebaut. Man kann hier auch einen 380er Motor, also so, so eine Carson Cup Maschine oder sowas draufsetzen. Wir bauen Stock. Funktioniert. Läuft. Ja, schön. Jetzt ein paar Schräubleins und so über. Tamia halt. Nee, haben wir nicht. Da kommt noch was drauf. Das müssten die sein. 5 und 8. Ja, C8, C5. Perfekt. Werden wahrscheinlich Dämpferhalter sein.
Vermute ich jetzt mal. So. Du musst erst das Teil da reinstecken, ne? Jetzt wird's interessant. Da jetzt kommen wir auf die Hightech-Lenkung. Das wird echt interessant. BBL. Oh je mine, ich muss nachher was mit Federn machen. Das kann ich ja richtig gut, ne? Ich baue das jetzt erstmal nach freien Stücken. Und die Fingerwehe vom Festhalten. So. Schön wäre jetzt auch gewesen, wenn man mir gezeigt hätte, da steht's, wie der Servo-Saver zusammengebaut wird. Wenn ich ihn gefunden habe, zeige ich es euch. So, man möchte also das richtige Servohorn aussuchen. Habe ich getan. Ich glaube allerdings, damit kann ich den nicht betreiben. Ich möchte nämlich eigentlich auch ohne Servo-Saver fahren. Weil ich habe da ein sehr, sehr starkes Servo eingebaut. Oh, doch, da. Ja,
das Ding ist aber echt mini. Ich nehme jetzt hier ein Futaba, weil Futaba hat 25 Zähne und passt auf mein Arma-Servo. So, den brauche ich. Den brauche ich. Und den brauche ich. Oh, schon fast eine halbe Stunde fertig, ey. So, das ist jetzt ein bisschen Gefriemel. Nehmt den Sockel, nehmt den Saver, das ist das Teil hier. Ich baue es jetzt doch einfach mal mit. Nehmt das Dings hier, wo ihr nachher das einhaken könnt. Dann die Mutti da oben drauf. Dann hält das eigentlich schon. Dann nehmt ihr euer Servo. Haltet das wie in der Anleitung beschrieben. Setzt das drauf. So, und jetzt kann ich es halt nach rechts und links drehen. Das sollte man allerdings auch nicht zu oft machen. Die sagen mir jetzt, ich soll hier eine Schraube reindrehen. Die BB4-Schraube ist... Ah, das doch. Okay. Habe ich nichts gesagt. Die ist es nicht. Zack, und jetzt drehe ich das einmal rum. Dann habe ich es genauso wie hier stehen. Servohorn könnte ich jetzt auch nehmen anstelle von dem. Dann wird es halt oben und unten eingehängt. Geht also doch. Muss ich mich berichtigen. Will ich aber gar nicht. Die mal an die Seite. Oh Gott, ich habe jetzt schon Bange vor diesen Federn. So, C18. Da merkt man dann halt auch wirklich, dass das alles völlig designlos ist und völlig schmerzfrei damals gemacht wurde, weil die sind nicht irgendwie rund oder stylisch oder so, die sind eckig. Einfachstes Material. Ist aber auch nicht schlimm, ist alles gut, ne? BA06, das sind die kurzen, und eine U-Scheibe darunter. So, ich habe hier noch so Gummimuffen drin sitzen, die sind original bei Arma dabei, die nehmen wir jetzt mal raus. Das ist übrigens das Servo, was ich bei mir in meinem Creighton drin hatte, ist aber nie gelaufen, ist also niegelnagelneu. Da habe ich ein Tactic-Servo drin. Aber ich glaube, für so ein kleines Auto, was nur ein Kilo wiegt, da wird dieses Servo perfekt sein.
So, das ging sehr schwer rein, deswegen sorry jetzt, wenn ihr das nicht sehen konntet. Jetzt werden die Stangen da so eingehakt. Unten, unten. Dann nimmt man sich das Chassis. Dann kann man dem, die das Servo schon mal festschrauben. Das muss dann durch dieses Loch da durch, ne? Jo. Mega kurze BB3. Ich komme da nicht ran. Hält schon. So, weiter geht's. Dann kommt hier die Antenne hin. Oben gleich, sofort. Moment. Hier. Die brauche ich eigentlich nicht, weil ich werde einen antennenlosen Empfänger verwenden. Aber der Vollständigkeit halber baue ich es jetzt an. Haben wir den Karosseriehalter vorne. Und hinten weiß noch nicht so richtig, was das sein soll.
C14. Hey, so viele Teile habe ich hier doch gar nicht liegen, Mensch. Nehmen wir die doch. Das sind diese kleinen Dünnöppels. Das Schöne ist natürlich, wenn man sowas mit Tamiya-Teilen baut, das passt alles super geil zusammen, ne? Ich weiß, was das wird. Das werden die Akkuhalter. Habe ich. So, dann möchten die von mir, dass ich den Regler einbaue. Und da habe ich erstmal ein grundsätzliches Problem mit, weil ich weiß nicht, ob dieser Regler lipofest ist. Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Die Sprache spreche ich nicht. Kann mal jemand eben dolmetschen? Danke, reicht. So. Oh, das gibt's sogar in Deutsch. Sehr cool. Warnung, Achtung. Eingangsspannung maximal bis 7,2 Volt. Der ist also nicht lipofest. Das ist schon mal scheiße. Das ist sogar richtig scheiße. Weil ich habe gar keinen anderen hier. Tja. Nu. TBL02S ist er also überhaupt. Ja, ich google mich mal ein bisschen, ob ich da vielleicht doch ein Lipo anschließen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen gegoogelt und tatsächlich, der kann Lipo. Alles gut also. Ich war da schon so ein bisschen am Verzweifeln gerade, aber er kann es tatsächlich. Ich habe ebenfalls, wo ich gerade schon mal die Kamera aus hatte, gleich einen anderen Stecker angebaut. Das empfehle ich auch jedem. Der originale Tamiya-Stecker ist nicht Lipo-fähig. Also zumindest nicht sehr lange. Der Motor wird nachher angeschlossen an den blauen und gelben. Und Reihenfolge gucken wir uns nachher mal an. Die Anleitung habe ich jetzt erstmal an die Seite geschmissen. So, jetzt brauche ich Tape. Tape. Hier ist Tape. Der soll da drauf. Dann machen wir den auch drauf. Okay, gut.
Jetzt habe ich den Empfänger vergessen. Scheiße, Idiot. Zu groß. Also hier kommt nachher der Empfänger hin. Mein Empfänger ist aber nur ein Viertel so groß wie euer. Boah, dafür klebt das Tape gut. Klebt den jetzt einfach mal dahin. Bin ja jetzt mal ganz schmerzfrei. Gespannt, wie ich das nachher mit der Akkudurchführung und so mache. Ne? Wir werden sehen, weil ich vermute, das wird echt scheiße werden. Aber gut. Dann muss ich den einen Ausschalter montieren. Dafür brauche ich einen ganz, ganz kleinen Schraubenzieher. Jetzt merken wir uns, on ist da, wo das Kabel reingeht. Ich hole nochmal einen Empfänger. So, Empfänger geholt. Das wird der Sanwa RX471 werden. Der kostet doch tatsächlich 80 Euro oder so. Also fast genauso viel wie das ganze Auto. Da ich hier oben ja die Antenne hinmache und ich hier durch mit dem Motor kabeln muss, habe ich mir überlegt, werde ich den Empfänger hier hinpacken. So, aber dann kann ich hier auch noch schön durch, um hier nachher die Antenne anzubringen. Dann haben wir auch richtig schön Oldschool-Look mit Antenne. Eigentlich gehört sie auch dazu. Ich habe noch einen antennenlosen Empfänger gerade über. Den kann ich aber besser für andere Projekte noch verwenden, vermute ich mal. Dann können wir hier auch schon mal einstecken. Können wir nicht, weil normalerweise muss man hier noch diesen Grat wegnehmen. Das habe ich jetzt schon mal hier grob gemacht. Weil sonst passt das nicht. Elektronik fertig. Unfassbar. So schnell war ich von noch keinem Auto. Das liegt nicht an meinen wahnsinnigen Modellbaukünsten. Wahrlich nicht. Das liegt tatsächlich daran, weil das ein sehr, sehr einfach gebautes Auto ist. Hier sagt man mir auch gleich, ich soll die Kabel schön verlegen. Habe ich verstanden. Mache ich.
Der Wagen ist noch gebaut für mechanischen Fahrregler. Mechanischer Fahrtenregler heißt, der sagt, ein Servo gibt Gas und der Servo gibt Gas. Das gibt es natürlich heute alles nicht mehr. Heute gibt der Regler Gas und der Regler gibt Gas. Das sind auch Zeiten oder Sachen, die habe ich so auch nicht mitbekommen. So lange mache ich das hier alles noch gar nicht. Schön da drum gedreht. Wenn das jetzt gut läuft, kriege ich das da reingedrückt. Ja, und dann habe ich das Auto nämlich relativ schön aufgeräumt. Ich hätte den Empfänger vielleicht andersrum einbauen sollen. Wurscht. Fertig. So, Hinterachshalter. Und hier kommen wir jetzt zu dieser berüchtigten Feder, wo ich noch nicht weiß, wie ich die einbauen muss. Teil erstmal finden. Das werden die hier sein. Ich bin davon noch nicht überzeugt, dass das alles gut ist, was ich hier so mache. Weil ich auch die Funktion von dieser Feder noch nicht kenne. Oh, komm schon, löst dich wieder. So, ich habe nicht gesehen, dass sie das Chassis gedreht haben. Schiebe ich jetzt erstmal da durch, damit die mir nicht im Weg ist. Weil ich muss das jetzt auch verschrauben. BA5, das sind die etwas längeren. Drei Stück? Zwei.
Ja, was ich übrigens richtig toll finde, ich glaube, ich bin in diesem ganzen Tuning-Projekt vom RC-Modellbauportal nicht der Erste, der das Ding hat. Und ich glaube, meiner wird am Freitag schon fahren. Ich bin auch der Erste, der schon fahren wird. Und das ist natürlich hochinteressant. Hm? Die anderen sind da nicht so flott. Der Zeitraum ist bis Dezember. Ja, aber ihr kennt das ja von euch auch, ne? Dann will man das auch fertig haben. Warum sagt denn keiner was? Ich habe vergessen, die Achse da reinzusetzen. Echt? Jetzt echt? Unfassbar. Die beiden Federn federn tatsächlich die Achse, zumindest so minimal. Ich weiß nicht, was ich davon halte. So, jetzt können wir schon mal Motoren anschließen. Können wir das? Jetzt können wir das, theoretisch, praktisch. So, und ich glaube, Orange kommt weg. Dann machen wir Gelb auf Gelb. Hört sich logisch an. Und Grün auf Blau, weil wenn das nicht funktioniert, dann drehen wir es einfach um. Kabel verlegen wir später in Schön. Idiot. Ah, das ärgert mich jetzt. Das alles so mühselig zusammengefrickelt und jetzt sehe ich, dass ich die Achse vergessen habe. Weil es läuft tatsächlich denn doch nochmal auf einer Achse. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Weil ihr seht ja, wie einfach der gerade rausgehüpft ist. Das ist sicherlich nicht Ziel der Übung. Also, zurück.
hätte gerne ein Like dafür, dass ich das jetzt alles zeige, wie ich mich hier abkämpfe. Danke. Zweimal hat das schon geklappt. Jetzt bei dem Mal, wo es klappen soll, und beim letzten Mal, da funktioniert es nicht. Ich hasse es doch. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mann! Wieder raus. Boah, ich krieg doch einen Anfall hier, ey. Passt das alles überhaupt? Hier sieht man die Funktion der Feder. Ich kenne die Funktion wohl, aber ich finde es scheiße. Weil das halt echt eine Frickelei ist, ne? Kamera läuft tatsächlich. Ich fasse es nicht. Kann jetzt mal jemand an der Tür klingeln oder so? Mal ein Video gehabt, da hat es tatsächlich viermal an der Tür geklingelt. So, das war Aufbauvideo Teil 1. Ich denke mal, zwei Teile, vielleicht einen dritten Teil brauchen wir, dann ist auch gut. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.